Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer noch wunderschöne Menschen zusehen. Freunde, ich freue mich drauf. Wir haben von Apache, kann man Comeback sagen, es ist eigentlich kein Comeback, aber endlich mal wieder was Neues, sagen wir mal so, worauf ich mich sehr, sehr doll freue. Wir werden uns heute, wenn alles gut läuft und es nicht gesperrt wird, auch noch Shindy und Flair anhören. Von Flair haben wir gestern schon den Trailer gehört, wo ich sehr gespannt war. Ich habe es heute Nacht nicht geschafft, Sachen aufzunehmen, weil ich echt K.O. von der Impfung war. Ich habe jetzt knapp 11 Stunden geschlafen und fühle mich ein bisschen besser, ja. Also ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen und mein Arm tut einfach weh, aber ich habe es jetzt nichts Ernstes oder so. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ansonsten würde ich sagen, hören wir rein bei Too Sad to Disco Kapitel 1. Ich werde euch, falls das Bundle noch verfügbar ist, mal den Apache Shop verlinken. Schlagt ihr gerne zu, Freunde. Und wir haben auch noch So weit und Weißes Kleid, die wir uns in den kommenden Tagen zusammen anhören werden. Ich bin gespannt. 4,5 Minuten. Das heißt, ich denke, wir haben hier ein dickes Musikvideo mit Story vielleicht. Wenn man auch hier die Beschreibung guckt, wir sehen wieder, Musikvideo ist bei All Different Production Canvey und Done with Berlin. Sagt mir nichts. Das Ganze ist produziert von Sonos 030. Alright, und rein. Schöner Mann. Sehr schöner Mann, muss man sagen. Schöner Bart auch. Hm, gefällt mir. Okay, ey, es wird ein Vibe-Track, glaube ich. Das wird Vibe. Gefällt mir. Auch wie Apache hier im Auto sitzt, mit dem Kopf nickt. Ihr wisst, sowas fühle ich immer sehr. Okay. Apache 207, der Teufel weint. Chapter 4. Okay, also wahrscheinlich ein kommender Track, der hier angeteased wurde. Placement von O2. Am Anfang stand auch irgendwas mit Werbung, glaube ich. Alright. Oha, Mann. Ey. Oh, ey, okay, wir haben hier viele Placements drin, krass. O2, Grover und 9 Mile Wodka. 9 Mile Wodka. Oh, Flink sogar auch. Ey, Flink macht auch viel Werbung gerade in letzter Zeit. Flink gibt's bei mir da, wo ich wohne, leider nicht. 9 Mile Wodka gibt's da, wo ich wohne, zum Glück. Immer gute Wahl, weil unten so ein LED-Ding dran ist. Und Feder Music, okay. Two Sides. Mhm. Cooles Musikvideo, Mann. So Cyberpunk-Vibes ein bisschen. Gefällt mir. Krasses Musikvideo, echt, muss man sagen. Cool gemacht. Сину мій, дитино моя, не йди туди. Там все втрачається, вір мені, я знаю. Я там був. Was ist das? Ist das türkisch gewesen? Ich kann das ganz schwer einschätzen bei Sprache manchmal, Bro. Це вір мені, я знаю. Hört sich ein bisschen so an. Я там був. Das sieht so geil aus, das Musikvideo. Auch die LED-Signs hier. Okay, ich finde den Beat geil, Mann. Wenn das der finale Beat für den Song ist, glaube ich schon. Okay, ungewohnt, sehr hohe Stimme von Apache. Okay, ungewohnt ein bisschen. Ich finde die beiden Typen nice, die auf den Beat Einstieg mit dem Kopf wackeln. Hättet auch gerne mich veranrufen können. Die Gedanken schweben leer im Raum. Geiler Beat, Beat gefällt mir sehr, sehr gut. Schütt Beluga in mein Glas. Schönheit auf 12 Uhr mit grünen Augen. Wie im Traum, yeah. Ich weiß noch die letzte Frage. Okay, also erstmal, dieses Hohe am Anfang hat mir nicht ganz so gefallen. Da bin ich nicht so sehr ein Freund von, wenn es zu krass hoch ist. Irgendwie zerstört für mich manchmal den Hörgenuss ein bisschen. Das Video erinnert mich ein bisschen an AO Technology von Kana Grand Rin und an tatsächlich die ersten Spielminuten von Cyberpunk, wo man ja auch dann in so eine Bar reingeht. Natürlich, je nachdem, wie man spielt, aber wo, da, wo ich es gesehen habe, wo man dann in so eine Bar reingeht, in so einen Club und da so die ersten Aufträge hat. Gibt mir sehr so diesen Vibe, aber fühle ich sehr, gefällt mir. Auf 12 Uhr mit grünen Augen, wie im Traum, yeah. Ich weiß noch die letzte Frage. Kostete Kummer und 10 Jahre Lebenszeit. Okay,
okay, das ist das, was ich fühle bei ihm. Wenn er so Wörter lang zieht und dass er seine Stimme zur Geltung bringt, ein bisschen. Ich machte das Beste drauf. Schrieb's auf und der Kummer brachte Millionen ein. Starke Zeile. Sag mir, wo bist du? Oh, hi, wir haben Choreo. Wir haben Choreo. Ich liebe Choreos. Ich liebe Choreos. Choreos. Gib mir mehr Choreos, Freunde. Schrieb's auf und der Kummer geil. Brachte Millionen ein. Sag mir, wo bist du? Oha. Okay. Sag mir, was willst du? Ich glaube, ich bin Shitsu. Zu sehr zu Disco. Ey, gerade wo jetzt auch ABBA so ein riesen Comeback hat, so, ja, fühle ich so eine Musik irgendwie noch mehr. Also, das ist wirklich so. Ich vertue mich bei den Jahren immer. Ich sage immer 70s, 80s, 90s Vibes. Irgendeiner davon wird zutreffen, aber dieser Vibe und auch, dass das Too Sad to Disco heißt, fühle ich. Wir haben eine Choreo, was ich liebe, was nice ist. Es hat aber auch einfach diesen Cyberpunk-Vibe. Es ist, ich weiß nicht, wie genau man das nennt, wenn so ältere Sachen hervorgerufen werden extra und wieder neu im Trend sind. So. Keine Ahnung, wie man das nennt, man juckt mich eigentlich auch nicht, aber es ist einfach geil, finde ich, vom Vibe her. Und wir haben eine Choreo, ich liebe Choreos. Mehr Choreos im deutschen Raum. Geil. Nice, Mann. Ey, schaut uns an Sonos. Heftiger Beat. Ich habe wirklich eine ganz andere Atmosphäre erwartet irgendwie. Ich weiß nicht, aber es hat so echt so einen Retro-Charme, auch ein bisschen so, wie gesagt, 80er oder so. Ich weiß nicht genau, ich vertue mich bei den Jahren immer. Aber es hat einen guten Vibe. Beat ist ein Meisterwerk. Der Dancefloor ist am Glühen. So viele Leute und so wenig Kleidung. True, ja. 10 von 10 läuft durch den Club. Da wurde ich gespottet. Wichtig auch. Ey, aber Real Talk, ich fühle das, dass wir so eine Choreo irgendwie haben. Und so ein paar Dance-Performances. Mag ich sehr gerne, bin ich Fan von. Sie setzt sich hinter mich und sagt, jetzt dreh dich mal kurz. Sie flüstert mir ins Ohr. Das ist türkisch, oder? Muss, ich glaube, ist Apache nicht auch türkische Abstimmung irgendwie? Ich glaube schon. Okay, okay, da habe ich nicht gerechnet. Geile Kamerafahrt, muss ich sagen. Videotechnisch 1 plus mit Sternchen. Cool dargestellt auch im Video hier, muss ich sagen. Ey, geil, einfach ein türkischer Part. Diese Stimme ist einzigartig von Apache. Ich liebe es. Ich liebe es. Hätte gerne meinetwegen bei diesem Track hier und da noch ein bisschen mehr zur Geltung kommen können. Auch ein bisschen mit bisschen weniger Effekte hier und da. Weil seine Stimme, die kann man einfach so glänzen lassen eigentlich. Wisst ihr? Die kann man glänzen lassen. Sag mir, wo bist du? Hook ist ein 1 plus. Hook 1 plus. Oh, ey, die Choreo fühle ich auch, Mann. Damn. Wo bist du? Oh. Ich wollte direkt mitziehen, direkt verkackt. Ich glaube, ich bin Shitsu. Zu sehr zu Disco. Nice, Mann. Zu sehr zu Disco. Oh. Darauf kann man so gut viben. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Mir gefallen die Tanzanlage echt gut. Er ist auch so into it, Mann. Er ist so into it einfach. Er hat trainiert mit Dings, Deadlift, die Soßen ein bisschen. Er hat ein bisschen dich hier, mach dich sexy gemacht und so. Hat ein bisschen Dance-Moves gezeigt. Ey, das sieht schon geil aus. Ich finde gut, dass Apache immer noch diesen Wert auf dieses Künstlerische in den Musikvideos legt. Das finde ich bei ihm ganz krass. Ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt kein größter Fan von den Parts hier gewesen. Die Hook, finde ich, ist eine 1 plus mit Sternchen. Gerade auch, weil der Beat so schön zur Geltung kommt und der Beat ist auch eine 1 plus mit Sternchen. Musikvideo 1 plus mit Sternchen. Parts an sich haben mir nicht so ganz gut gefallen. Knallt halt nicht. So ist nichts, was so krass im Ohr bleibt wie Roller. Ist nichts, was so krass ruhig ist wie 2 Minuten. Ist ein ganz eigener Vibe, den ich sehr fühle. Aber die Parts an sich waren das nicht so mein Favorite-Ding. Aber die Hook ist wirklich ein Sternchen. Ist einfach ein Sternchen. Ja.
Man kann sagen, was man will, aber er ist einfach einer der letzten wenigen richtigen Künstler. Ich will es korrigieren, die auch Erfolg haben. Es gibt in Deutschland viele richtige, gute Künstler, die aber unter dem Radar bleiben. Aber gerade irgendwie so vom Aufbau her, vom Musikvideo, auf diese Kleinigkeiten, wo er Wert drauf legt, dass er so eine Tanzchoreo hat irgendwie. Dieses Konzept vom Musikvideo an sich, die Hook und natürlich die Parts sind jetzt Geschmackssache. Nur weil ich die nicht so gefühlt habe, heißt es das nicht, dass die bad sind. So kann ja jeder seinen Geschmack und seine Vorlieben hier irgendwie äußern. Parts haben mir nicht so ganz gut gefallen, aber ansonsten ist das trotzdem so ein vibey, groovy Hit irgendwie, wisst ihr, der einfach für ihn steht. Finde ich gut, Alter. Ich bin gespannt, wer wird uns die anderen beiden Songs auch noch geben. Aber auch wie er tanzt so. Er fühlt es, das ist einfach sein Vibe. Geil, Mann. Könnte auch ein Song sein, den ich vielleicht noch öfter hören muss und auch vor allen Dingen ohne Unterbrechungen, ohne immer zu pausieren, einfach mal hören muss ein paar Mal. Dann fühle ich vielleicht die Parts auch noch nice. Er hatte eine gute Zeile im ersten Part, die mir gefallen hat. Also der Einstieg mit der hohen Stimme hat mir nicht so gefallen. Er hatte irgendeine Zeile, die letzten Frau, der ich vertraute oder so, verkürzte meine Lebenszeit um 10 Jahre oder so. Und dann machte ich aber aus der Trauer oder so, machte ich Millionen. Die Trauer brachte mir Millionen ein oder sowas, hat er gesagt. Das fand ich eine gute Zeile, fand ich eine sehr gute Zeile. Aber ansonsten, wie gesagt, ultimativ gute Hook, finde ich. Entweder, ich glaube, man mag sie entweder richtig gerne oder gar nicht. Weil der Beat auch so groß zur Geltung kommt. An Sonos 030, krasse Shoutouts, heftiger Beat. Extrem starkes Musikvideo. Ich finde so futuristic, cyberpunk-mäßige Sachen immer sehr nice. Hat mich auch sehr stark deswegen daran erinnert. Product Placement ist gut eingebaut, nicht nervig oder so, nicht irgendwie die Kamera gehalten, hier, hol dir jetzt Flink. Sondern einfach so Neon Signs. Der My My Vodka passt, finde ich allgemein auch gut so in so eine Neon-Dings, weil er eben so ein LED-Ding unten hat. Deswegen fand ich, waren die Placements sehr gut gesetzt und nicht zu auffällig und nicht zu störend irgendwie. Und ich finde es auch immer nicer, wenn so eine Stadt gezeigt wird in der Zukunft, wo so viel Reklame ist, wenn da auch echte Marken stehen, als wenn sowas ausgedacht ist, statt wenn da statt, keine Ahnung, Flink irgendwie Blink stehen würde. Dann soll man schon, keine Ahnung, das Geld noch mitnehmen und eben dann richtige Marken drin haben, weil das irgendwie auch den Gesamteindruck dann besser macht. Aber ist nur meine Opinion. Ansonsten freue ich mich sehr auf die anderen beiden Songs. Ich freue mich, dass wir mehr von Apache jetzt zu sehen und hören bekommen. Das Musikvideo ist ein Meisterwerk, finde ich. Die Hook gefällt mir auch unfassbar gut. Und ich bin alles in allem sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden, Freunde. Lasst mal eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und